So, meine Herren und Damen der Sonne, Servus und herzlich willkommen bei Far Cry 3. Wir haben ja in der letzten Folge Lisa gerettet. Ja, einfach mal da auf der Straße bleiben. So. Wir können ja ihn mal zum Brennen bringen. Ich glaube, die Nutte hat mir einen Treffer verpasst. Verdammte Scheiße! Ich versuche, an das Geschütz zu kommen! Dich doch! Na los! Wehr dich! Scheiße! Scheiße! Ich lauf rüber zum Alarm! Verdammte Scheiße! Wir sind in einer halben Minute da! Take it.
Nice. Alter, meine Waffe. Dafür bin ich gemacht. Habe ich meine Pistole verloren. Dafür bin ich gemacht. So. Ich habe hier noch eine Mission gesehen, irgendwo. Dafür bin ich gemacht. Die nehmen wir noch mit. Was ist los? Was gibt's? Meine Tochter ist tot. Ihr Mann Senin hat sie umgebracht. Er tat ihr weh, schlug sie. Ich sagte ihr, sie sollte ihn verlassen. Hey, immer langsam. Ich weiß, wer du bist. Du bist der, von dem Dennis erzählte. Jason Brody, mein kleines Mädchen, der ich das Gehen und Laufen und Singen beibrachte, ist nun tot. Und das war Senin? Naja. Nein, aber er ist schuld. Sie starb an gebrochenem Herzen und jetzt will er wissen, wo sie begraben ist, damit er seinen Ring wiederholen kann. Bitte, wenn du ein guter Mann bist, treib ihm das aus. Wie? Er hat Angst vor Waffen. Schieß auf ihn, aber triff ihn nicht. Treib ihn in die Flucht und sag ihm, dass Rohanna befiehlt, dass er das Grab in Ruhe lässt. Bitte, dass meine Tochter Frieden bekommt. Ah, kann man doch gerne machen. Ich kann dann auch abknallen, dann glaube ich kein Problem. Mit Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Wir holen uns die Insel zurück. Senin? Was willst denn du? Ich habe eine Nachricht von Rohanna. Lass das Grab ihrer Tochter in Ruhe. Was ihr gehört, gehört auch mir. Ich fass das Grab nicht an, ich schwöre. Die Insel zurück. Das war ich. So. Erledigt. Ihn gesehen? Mit ihm gesprochen? Er hat's verstanden. Danke dir. Bitte nimm das. Es ist nicht viel, aber es gehört dir. Da passt doch alles gut.
Ja, passt doch. Dann ist mein Konto wenigstens voll. Ist doch schon mal gut. Holen wir uns noch Kasuare, weil ich glaube, wir brauchen Kasuare für die nächste Herstellungsstufe für unser Portemonnaie. Ja, ein Kasuare noch. So. Werden die Piraten alle verrecken. Ja, das werden sie schon. Hä? Wunderschönes Spiel. Auch nach all den Jahren. Ah, das kriegt noch ein Lager.
Schweine! Ja, leck mich am Arsch! Feuer! Feuer! Ich finde dich! Glaub mir das! Was es auch war! Finde das! Keine Panik! Da ist bestimmt nichts! Keine Panik! Da ist bestimmt nichts! Nichts, Mann! Sicher wieder so eine Verarsche von den Rebellen! Kein Grund zur Sorge. Meine Fresse! Wow. Ich finde dich! Meine Fresse! Ich gebe Alarm! Der Alarm ist kaputt! Lade nach! Denk mir! Kleiner mieser Vollidiot! Erster Mann, ich! Um den Pfad des Kriegers weiter zu beschreiten, sieh dir die Aufträge an der Aushangtafel an. Ich bin bewaffnet. Das schaffe ich schon. Gemacht. So. Dann haben wir auch das. Stimmt, die brauche ich noch.
Nice. Jetzt haben wir die Briefe aufgedeckt und die brauchen wir. Und hier in der Nähe haben wir leider keinen verlorenen Brief, sondern nur hier oben auf einer Insel. Und den holen wir. Weil bei allen 20 Briefen, wenn du 20 Briefe findest, kriegst du nämlich ein Messer. Und das ist wirklich badass, motherfuck. Das ist wirklich badass. Das ist kein Scherz. Wenn das noch so ist. Mal gucken. Oh! Oh shit. Meinen. Aber wir werden nicht heute alle suchen, also nö. Oh.
muss ich mal kurz schauen, braucht man noch irgendwo Wildschwein? Alter! Was willst du, ey? Oh, what the fuck, Alter? Das kann man keinem erzählen. Okay. Also ein paar Posten haben wir noch. In der kommenden Folge möchte ich dann diesen Posten machen, den Glockenturm und direkt zu Sidra. Das ist jetzt für die kommende Folge angesetzt. Wir reisen schon mal zu Amanaki und in der nächsten Folge machen wir das dann fertig, dass wir dann noch zu Sidra gehen können. Ich würde mich freuen. Haut rein, euer